Ich treffe ihn da. Na, dann treffen wir ihn mal da, was? So, Plattform Green, Skillpunkt erhalten. So, wie viele hatten wir jetzt Skillpünktchen? Warte mal, was wollte ich? Ich wollte irgendwas. Ach so, hier drüben, genau. So, was war das? Erhöht die Tragekraft für Sprengköpfe. Ich nehme jetzt mal drei nukleare Atomsprengköpfe mit und dann geht's los. Reduziert Schaden ist gut. Schneller Wechsel, was ist das? Schussfrequenz. Ah, komm, machen wir mal einen schnelleren Wechsel, auch wenn ich die nicht so oft wechsle. Erhöht die Schussfrequenz von halbautomatischen Pistolen. Naja, komm, gehen wir mal hier mal so ein paar Sachen durch. Ach, hier hätte ich wahrscheinlich den Fokus verlängert und hier Entdeckungsradius. Ach, verringert den Entdeckungsradius. Naja, dieser Autoladen ist in Mad Mile. Dann muss ich werde eh jemanden das Bezirkskontrollzentrum hacken. Ist das scheißegal. Ob ich einen kleinen oder einen großen Entdeckungsradius habe. Ja, ja, kommt mal weg hier. Brauche ein Auto. Und zwar jenes welches. So. Auf die Plätze, fertig, los. Da geht... Nein. Das hätte ja beinahe ganz gut geklappt hier. Ich fahre jetzt aber auf jeden... Nee. Ich fahre jetzt hier nicht am Strand lang, Alter. Da muss ich ja immer aufpassen, dass ich keinen umfahre. Ich will meinen guten Ruf beibehalten. Also meinen halbwegs guten Ruf. Ja, hier ist schon besser. Ich will ja nicht ins Negative rutschen. Ich will ja nicht, dass die Leute Angst vor mir haben. Ich will, dass sie mich feiern. So. Wow. Gut die Kurve gekriegt. So. In woraus bist du? Naja. Macht doch, was ihr wollt, hier, ihr kleinen Verbrecher allein. Ich halte euch erstmal nicht auf. Wow, das war verkehrt. Achso, das war wieder so ein Wagen mit lauter Ein Update zu unserem Bericht über den Ausbruch aus dem Chicago Correctional. Die Gefängnisleitung veröffentlichte Aufnahmen einer Überwachungskamera. Die Zuschauer werden gebeten, die Polizei zu informieren, falls dieser Mann gesichtet wird. Na, das trägt wahrscheinlich auch noch dazu bei, dass wenn ich nicht so einen guten Ruf genieße, dass mich die Leute dann eher verpfeifen, als wenn ich so der Gute bei den Bürgern bin. Da Pollers. Ich muss mal kurz hier nicht mir vors Auto springen, wenn es geht. Danke. Ja, ich bin irre, aber nicht vors Auto springen. Hallo, ich fahre hier zur Straße, kein Bürgersteig, weg hier. Ja, ich bin noch sauber. Ich mach's wieder zu. Was war das? Mach's wieder auf. Oh Mann, geht denn hier alles kaputt? Ja, hier geht alles kaputt. Das ist gut. So, wir suchen uns jetzt mal einen leisen Weg rein. Der war gut, ich weiß, der war gut. Das ist da ist eine Kamera. Bringt die mir hier irgendetwas? Nö. Okay. Dann ist ja gut. Ich habe jetzt hier die Seitentür geöffnet. Ach, die kommen jetzt alle... Oh, nee, ne? Die kommen jetzt alle, weil da... Naja, gut. Kommen jetzt alle, weil die Tür... Aber wenn die schon mal alle in die Richtung rennen, dann kann ich ja vielleicht... Nee, von hinten rein geht auch nicht jetzt, weil die sind zwar auf der einen Seite gut beschäftigt, aber... Ich weiß nicht, was ich von all den Kameras halten soll. Sieht sich irgendein Spinner das alles an? Ja, ich guck mir das... Ja, okay, sehr interessant. So, lokalisieren Sie die Wache mit dem Zugangscode. Geld ist Macht. Den kann man sprengen. Da hinten ist noch eine Kamera. Die bringen mir alle nichts, die Kameras. Oder gibt's da drin noch welche? Nee. Irgendwie nicht. Keine Lügen mehr.
Ja. Das ist ja irre. So, jetzt, nachdem ich ihn in die Luft gesprengt habe, habe ich den Lift entdeckt. Was natürlich auch sehr gut ist, dass ich den jetzt schon entdeckt habe. So, ich den mal 2 Sekunden früher entdeckt, dann... Der hat eine Kamera. Oh, da komme ich aber nicht ran gerade. Scheiße. Ah, da ist noch eine. Da ist noch eine. Der hat eine Kamera. Wo muss ich denn eigentlich hin? Muss man nicht hin, ne? Nee, noch nicht. Okay. Wer hat denn... Die haben aber ganz schön viele Kameras, ne? Hm. Alles sauber. Ich gehe da lang. Hier ist nichts zu sehen. Aber keiner hat einen Zugangscode. Ist hier noch irgendwo eine... Da drüben? Ach, da drüben war ich schon dran. Ah, ja. Oh, ihr geht alle? Ne, geht's ja noch nicht. Okay. Ist auch eine Kamera? Ne. Hm. Wo ist denn der Penner mit... Den Code. Ja, geh du mal weiter. Okay, dann bleibe ich mal an dir dran. Ja, ich bin da oben. Da brauchst du nicht gucken gehen. Gib's auf, Leute, er ist weg. Ja. Bleibt in Bewegung. Ja, ich suche ja schon die mit dem Zugangscode. Das Geräusch kenne ich. Haltet die Augen offen. Wo ist der mit dem Zugangscode? Hallo Freunde der Nacht. Oben ist keine Kamera. Bleibt in Bewegung. Noch eine Kamera? Nein. Oh. Mann, verdammt, wieder den Absprung nicht geschafft hier. Ja, das ist eine Schwachstelle. Ja, irgendwie ist hier keiner mit Zugangscode. Was soll denn der Scheiß? Hier hat keiner einen Zugangscode. Die sind alle nicht berechtigt. Ach doch, da. Hey! Zufällig gefunden. Mhm. Ja, super. Jetzt muss ich nur noch da vorne reinkommen. Wahrscheinlich. Nein. Oh, wieder den Absprung verpasst. Scheiße. Nein, ich wollte da nicht das Tor öffnen. Oh. Ich wollte Kamera. Aber du musst. Ich muss in die andere Richtung, Freund Blase. In die andere Richtung. Dreh dich um. Komm mal aufhalten. Ja. Dreh dich lieber um. Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, viel Glück. Mhm. Ah, da muss ich rein, aber da werde ich nicht so reinkommen, oder? Hast du eine Kamera? Nee, du hast noch eine Kamera. So, Freund Blase, wo geht's denn hin? Ja, 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 ja. Hat sich das gerade von allein bewegt? So, du drehst dich jetzt hier rum. Komm, 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 rumdrehen. Dreh dich doch rum. Ich muss rechts, rechts rum. Komm, rechts rum, Freund. Ich hab Besseres zu tun. Ah. Na gut, ich dachte, das wird sowas, aber anscheinend ja irgendwie nicht. Jetzt versuche ich bestimmt hier wieder ewig das ohne und so und sowieso und überhaupt und überall und am Ende muss ich doch schießen. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Ah, bist du angetan von mir oder was? Sieht wohl so aus. Ich versuche es jetzt nochmal von der anderen Seite und wenn nicht, müssen wir es halt wieder, also muss ich es halt wieder so machen wie immer. Bam, 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 bam und dann Code eingeben, fertig. So, die Wache mit dem Code haben wir ja schon mal gefunden. Hier könnten wir theoretischerweise auch reingehen. Was stimmt nicht mit dir? Alles stimmt nicht mit mir. Irgendwo. Irgendwo noch irgendwas? Was ich nicht gesehen habe? Nee, ne?
Kamera war hier draußen auch keine. Okay. Jo. So, da haben wir schon mal ganz gut angefangen. Noch nö. Wieder mal Verstärkung. Sehr gut. Okay. Oh Mann. Warum sind das jetzt so viele? Scheiße. Wir brauchen Hilfe. So, warum sind denn das eigentlich schon wieder so viele? In den Arsch geschossen, so ist richtig. Da bist du ja, mein Freund. So, Moment, warte, ich kann das nicht fassen. Ich muss noch mal ein Stück weiter, Freunde. Ich decke dich, also. Ach, da. Aber nicht nochmal Verstärkung rufen, ne, Arschloch? So, schnell den letzten hier noch ausschalten, bevor der wirklich noch Verstärkung ruft. Ja, ich sehe dich, komm vor. Genau. So, Bedrohung ausgeschalten, jawohl. Wie gesagt, meine Munition ist immer voll, da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Cool. Dim, das war ja gar nicht so schwer. Ach, siehst du, hätte ich eh noch Zeit gebraucht. So, einmal da lang. Einmal von da und einmal von da. Das geht ja auf Anhieb ganz gut hier eigentlich. Ohne dass ich großartig... vorher war nicht so schwer. So. Eine Kamera. Endriegel. Na, sehr gut. Und wieder ein Stück freigeschalten. Sehr schön. Hat denn hier eigentlich okay, so Unordnung gemacht? Jetzt zu Nicholas Crispin. Ich bin echt gut. Weg von meinem Dorf. Hi, hier ist Aiden. Genau. Jacks Onkel. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles gut läuft. Zuerst will ich wissen, ob Nikki okay ist. Wir haben nichts von ihr gehört. Sie verarbeitet noch ein paar Dinge. Sie braucht etwas mehr Zeit. Nun, Jackson vermisst dich fürchterlich. Sie könnte wenigstens anrufen. Er ist sehr angespannt.
und fühlt sich nicht wohl hier. Ich verstehe. Und lasse es Sie wissen. Wenn Sie Probleme mit Jax haben, egal was, wenn er wegläuft oder so, dann rufen Sie mich bitte an. Mach ich. Und Sie kümmern sich um Ihre Schwester. Ja. Tue ich. Genau, mach ich. Hoffe ich. Zumindest mal. So, dem. Ich laufe hier lieber durch, nicht dass, ne? Hier wieder die Pennasse kommen und, mir vor die Karre springen und dadurch mein Ruf sinkt, oder was? Nee. Das kann ich ja gar nicht gebrauchen. Ah, wenn ihr schon. Wie heißt? Sehenswürdigkeit. So heißt. Jawohl, anmelden. Yeah, Navy Pier. Halten wir uns für einen Seemann? Ja, halten wir uns. Ah, hier werden schon schöne Fotos gemacht. Ja, mach nur ein schönes Foto von dem Auto oder was auch immer. Ich fahre jetzt los. So, dann gucken wir mal. Ich fahre jetzt noch bis zum nächsten Dingsi-Punkt und dann war's das erstmal. So, da sind wir ja ganz gut. Ich mache mir mal schnell hier eine Brotgrubenspur, wo ich lang muss. Oh, sieht aber gut aus am Heck hier. Ah, haben wir ja gleich geschafft. So, alles klar. Wir sprechen mit dem anerkannten Psychologen Dr. Phil Edelman. Doktor, wie Sie ja wissen, gibt es in der Stadt einen Rächer. Glauben Sie, dass das gut ist? Nun, ich möchte es nicht gut nennen, aber in einer Stadt mit unserer Geschichte. Oh, scheiße. Ja, wollte gerade sagen, hatte ich den noch nicht? Ja, hatte ich den etwa schon, aber nein, den hatten wir noch nicht. Sehr gut. Oh, den auch noch nicht, ne? Oder hat er einfach nur einen Spoiler hinten drauf? Warte mal, den brauchen wir noch. Hallo, na, wie geht's dir so? Gib her, Scheiße. Mein Auto, meinst du wohl? Nein, den hatten wir auch noch nicht. Gutes Auge gehabt. So. Schnell die Karre geklaut. Um sie freizuschalten. Danke. Kannst du eins aussuchen? Kannst auch beide nehmen. Ist mir egal. Ich schenke sie dir. So, dann haben wir das auch geschafft. Und dann können wir dann die Mission beim nächsten Mal starten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.